Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören uns in den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 16. August. Mein Name ist Donald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Von vornherein an der Börse etwas auszuschließen, das ist das Privileg derer, die nicht erkennen wollen, dass Kursbewegungen nicht vorhersehbar sind. Man kann nur ihre Wahrscheinlichkeit eingrenzen und einschätzen. Denn die Zahl der jeder für sich wiederum nicht vorhersehbaren Einflussfaktoren auf die Aktienkurse wie Währungsverschiebungen, politische Impulse, die anderen Aktienmärkte, die Notenbanken, die Konjunkturentwicklung, all das, was auf einen solchen Aktienindex einwirkt, die Zahl dieser Impulse ist hoch und nicht zu vergessen die Bilanzdaten der in dem Index gelisteten Unternehmen. Und all das wiederum kann von den Marktteilnehmern intensiv umgesetzt oder glattweg ignoriert werden. Mit allen Nuancen dazwischen, wobei zudem das aktiv agierende Kapital zählt, nicht die Zahl der Personen, die sich für eine positive oder negative Wertung der Gesamtsituation entscheiden, was wiederum ein Problem dieser Sentiment-Indikatoren ist, denn da wird nach Köpfen abgestimmt und es ist nicht erkennbar, ob diese Köpfe auch aktiv handeln oder sich nur ihren Teil denken. Und darauf kommt es letzten Endes an, denn nur wer kauft oder verkauft, bewegt tatsächlich die Kurse. Und all diese Faktoren vermischen sich letzten Endes täglich neu. Das heißt, zu erklären, der DAX müsse jetzt steigen oder fallen, ist gemeinhin Unfug. Und das gilt momentan nicht weniger als sonst. Festzuhalten ist, der Index bewegt sich seit Mitte Juni, wie wir hier sehen, in einem Abwärtstrend. Das erhöht die Chancen für das Bärenlager natürlich. Und die Rahmenbedingungen? Naja, da wird's dann eben auch interessant und knifflig. Denn wirklich kritisch sind die Bedingungen ja nicht für den DAX und die Eurobörsen, sondern eigentlich für die US-Aktienindizes. Aber während in Europa längst eine Korrektur läuft, klammert man sich ausgerechnet an der Wall Street, wo alleine der US-Präsident bereits eine Basis für immense Unruhe wäre, an die bisherigen Rekordhochs. Man könnte zwar argumentieren, dass der fallende US-Dollar als Konsequenz auf das Verhalten der US-Regierung und die damit einhergehende sinkende Wachstums- und Zinserwartung den US-Exporteuren ja nützt und den Europäern über den steigenden Euro Knüppel zwischen die Beine wirft. Aber das hieße, dass die Marktteilnehmer mehrheitlich nur das Symptom zur Kenntnis nehmen und dessen Ursache ignorieren. Das wirkt nun nicht gerade wahrscheinlich. So gesehen liegt eine Seite offensichtlich falsch. Entweder sind diejenigen auf dem Holzweg, die bisher an der Wall Street unter egal welchen Umständen immer weiter kaufen. Oder die Europäer müssten in Kürze einsehen, dass ihre Verkäufe in die falsche Richtung zielen und wieder zugreifen. Wie immer kann es damit nur die Abwägung positiver und negativer Faktoren gegeneinander geben. Nichts anderes ist aber auch eine Analyse. Was mit dem DAX gestern zum Handelsende den Schluss zulässt, ob es nun noch ein oder zwei Tage höher in Richtung der bei 12.338 Punkten verlaufenden Juni-Abwärtstrendlinie geht, die sich damit auch dieser Widerstandszone aus dem oberen Ende der Kurslücke von Ende April respektive den Zwischentiefs von Ende Juni und Ende Juli bei 12.289, 12.319 annähert. Oder ob der DAX direkt nach unten abdreht. Auf Sicht der kommenden ein, zwei Wochen hat das bärische Lager grundsätzlich die besseren Karten. Einerseits aufgrund des momentan eben weiterhin intakten Abwärtstrends. Andererseits aufgrund des steigenden Risikos, das die US-Akteure derzeit angesichts der für US-Aktien immer problematischer werdenden Umfelds eingehen. Denn das limitiert das realistische Kurspotenzial der US-Indizes nach oben. Was man auch daran sieht, dass vor allem der Nasdaq 100 zwar immer wieder nach oben gezogen wird, es aber für nennenswert neue Hochs nicht mehr zu reichen scheint. Fazit: Würde der DAX mit Schlusskursen über 12.400 Punkten diesen laufenden Abwärtstrend sprengen, dann wäre das durchaus ein klares charttechnisches Long-Signal, wofür aber angesichts der Risiken an der Wall Street, die im Fall eines Falles im wahrsten Sinne der US-Indizes den DAX zunächst unzweifelhaft mitreißen würden, ein nur kleiner Kapitaleinsatz zu überlegen wäre. Nachdem der DAX gestern nicht an seiner 20-Tage-Linie bei 12.218 Punkten vorbeikam, wie wir hier sehen, würde es für einen Trade auf der Short-Seite aus aktueller Sicht allerdings schon reichen, dass der Index eine
heute eine etwas größere rote Kerze produzieren würde und damit klar machen würde, dieser Widerstand ist tatsächlich effektiv gewesen. Aber schauen wir jetzt mal auf den DAX Future, der den Handel bis 22 Uhr gestern Abend und damit auch bis zum Handelsende an der Wall Street abbildet. Aber wir haben in der letzten abendlichen Indikation immerhin einen Anstieg gegenüber dem Xetra DAX um 5:30 um 23 Punkte auf wieder 12.200 Zähler gesehen. Das macht deutlich, dass das gestern durch dieses Wassertreten nach der Rallye des Montags zum Ausdruck gekommene kurzfristige Patt bis jetzt noch nicht zugunsten der Bären aufgelöst wurde. Also kurzfristig bleibt es bei einer neutralen Konstellation und auch wenn die Chancen für die Bären derzeit etwas besser sind, solange der DAX nicht wenigstens eine rote, ordentliche rote Kerze produziert hat, die in den Bereich unter 2150 führt, wäre ein Wiedereinstieg auf der Short-Seite auch im Augenblick noch sehr gewagt. Soweit der Überblick zum Thema Dienstag. Heute wollen wir mal sehen, was der DAX hinbekommt. Ein Turnaround gab es ja gestern ausnahmsweise mal nicht. Starke Volatilität, wie an Dienstagen üblich, auch nicht. Aber, naja, in den letzten Wochen hat auch der Mittwoch einiges zu bieten gehabt. Mal sehen, ob der DAX da Zeichen setzen kann. Wir schauen es uns an, berichten drüber morgen früh in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call. Hier noch ein Hinweis auf das Trading-Diplom, den Test Ihres Wissens im Bereich der Derivate zu finden unter der Website von ING Markets im Überbereich Akademie. Bis dahin, einen schönen Mittwoch und machen Sie es gut.